Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Ich hatte als Zuschauerwunsch mal Puddingteilchen und diese werden wir heute auch gleich mal machen. Wir brauchen dazu einen einfachen Hefeteig, den haben wir schon öfter gemacht. Wir fangen damit an, dass wir auch gleich mal etwas Hefe in der Milch auflösen. Das machen wir hier gleich mal, das dauert nämlich immer ein paar Minuten. Wir nehmen dazu einfach einen Löffel Hefe und drücken ihn in die Milch. Nach der Hefe kommt dann noch etwas Zucker gleich mit rein, damit sich diese auch besser auflöst. Ich gebe hier einfach mal etwas mit hinein, so in der Richtung, kurz schwenken und dann lassen wir das mal 5 bis 10 Minuten stehen, bis die Hefe auch aufgelöst ist. Wir sehen hier schon, die Hefe ist nun aufgelöst. Ich habe hier auch schon mal das Mehl und den Zucker und eine Schüssel. Ich gebe hier erstmal das Mehl hinein, dann noch den Zucker, das Ganze kurz vermischen. Jetzt mache ich hier so eine leichte Kuhle in den Mehl und gebe da die Flüssigkeit hinein. Das wird nun so eine Art Vorteig. Das kennt ihr ja schon, wir haben das ja schon mal öfter gemacht. Jetzt einfach hier die Flüssigkeit hinein und das Ganze dann mit einem Löffel grob vermengen. So schaut das nun aus. Wir lassen das nun mal ungefähr 15 Minuten ziehen und geben dann die restlichen Zutaten hinein. Der Teig hat jetzt 10 Minuten noch gezogen. Wir geben nun noch mal die restlichen Zutaten hinein. Es gibt hier noch die Butter und ein Ei. Nun verkneten wir das Ganze. Ich mache das hier in der Küchenmaschine. Das geht immer relativ schön und einfach. Einfach alles hinein und 5 Minuten kneten lassen. Der Teig ist schön glatt geknetet. Man sieht eine schöne Kugel. Geht auch nicht mehr an der Schüssel. Wir decken ihn etwas ab. Am besten nehmen wir hier mit einem Teller. Der passt immer schön auf die Schüssel. Das mache ich immer ganz gerne. Ihr könnt natürlich aber auch ein Küchentuch benutzen. Und nun lassen wir ihn mal 2 bis 3 Stunden stehen. Das kommt immer darauf an, wie kalt die Milch war, die ihr benutzt habt. Ich habe die aus dem Kühlschrank genommen, also wird es nur etwas länger brauchen. Wenn ihr sie natürlich Zimmertemperatur habt, geht es etwas schneller. Wenn der Teig aufgeht, werden wir mal den Pudding zubereiten. Den machen wir hier, ich habe hier einen Fertigpudding. Man kann den in der Maschine natürlich auch wunderbar selber machen. Ich glaube, ich habe hier schon mal ein Video gemacht, aber heute habe ich dazu keine Lust. Wir geben mal die Milch hinein. Ich gebe ihn dann mal in die Küchenmaschine. Wir lassen diese nun aufkochen. Also ich lasse das hier einfach rühren und drehe die Temperatur mal hoch. Die heizt nun selbstständig auf und fängt dann das Kochen an. Zudem werde ich mal das Puddingpulver, ich habe hier noch etwas Milch übrig gelassen, da reingeben. Und noch einen Schuss Zucker. Und das Ganze dann mal gut aufrühren. So in der Richtung. Wir warten jetzt mal auf die Milch, bis diese kocht. Und dann werden wir das Ganze hineingießen. Die Milch kocht nun. Wir haben hier nun die Mixtur. Wir werden diese mal mit hinzugeben. Lassen das Ganze nun nochmal weiter rühren und nochmal aufkochen. Die Temperatur ist ja dann noch etwas gefallen. Das war ja keine kalte Flüssigkeit. Und wenn es dann nochmal etwas aufgekocht ist, lassen wir das Ganze ziehen. Beziehungsweise erkalten. Wir haben hier jetzt unseren Hefeteig. Man sieht, wunderbar aufgegangen. Gleich mal raus damit aus der Schüssel. Denn jetzt formen wir die Puddingteilchen. Das hat ja immer wegen so eine Brezenform. Deswegen brauchen wir hier so eine lange Schlange, um eine Breze daraus zu formen. Wobei das waren, glaube ich, immer gar keine Brezen. Das waren mehr so zwei Kreise. So in der Richtung machen wir das mal. Wir brauchen natürlich noch einen Boden. Wir nehmen hierzu mal noch ein Stück Teig und rollen uns dann mal den Boden aus. Das am besten mit etwas Mehl. Dann mal das Nudelholz. Und da legen wir das Teil dann darauf. Ich nehme hier jetzt einfach mal ein Messer, schneide außen um, ziehe den Teig etwas nach oben, der klebt dann da dran. Gib das Ganze auf eine Backfolie und das erste Teilchen wäre fertig. Ihr könnt das ja noch etwas größer ziehen, je nachdem wie viel Füllung und Teigverhältnis ihr haben möchtet. Ihr könnt natürlich verschiedene Formen machen, ihr müsst nicht immer hier so ein zweigeteiltes Ding machen, ihr könnt auch nur einteilige machen. Wir können hier auch mal ein einteiliges machen. Hier so ein rundes zum Beispiel. Dann schneide ich hier wieder außen rum, klebe den Teig da dran und habe das zweite fertig. Wieder auf die Folie damit. Hier sind nun die beiden. Und ich werde jetzt mal alle nach und nach formen. Die Teile sind hier ausgerollt.
Der Rand ist da doch etwas immer hochgezogen, das heißt, wir können das jetzt mit Pudding befüllen. Ich habe hier auch mal noch die Schüssel. Der ist noch etwas warm, stört aber nicht weiter. Wenn ihr übrigens verhindern wollt, dass sich eine Haut bildet, könnt ihr ihn mit Glasfolie abdecken. Aber ich habe die einfach reingerührt, mich hat das jetzt nicht so dramatisch gestört. Mal hier in jede Öffnung etwas geben. Dann etwas verteilen, damit das in die Ecken und Ritzen geht. Bevor wir das Ganze jetzt backen, bestreichen wir den Rand noch mit Eigelb, damit es auch einen schönen Glanz bekommt. Alternativ könnt ihr auch nach dem Backen etwas Zuckerguss darüber geben. Sieht man auch häufig. Streicht das jetzt hier mal alles schön. Da reicht es nicht mehr ganz, ist aber nicht so schlimm, da ist eher etwas Pudding auf den Rand gelaufen. So. Jetzt geht's ab damit in den Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten. Ich habe die Teilchen nun fertig backen lassen. Das ist draus geworden. Ich werde sie jetzt mal auskühlen lassen. Und dann können wir sie mal vom Blech entnehmen, beziehungsweise vom Rost. Die Teile sind nun ausgekühlt, man kann sie schön hochheben. Es läuft auch nichts mehr heraus, der Boden ist auch schön kross und braun. Hier ist es etwas festgeklebt. Hier ebenso, aber das lässt sich auch ganz gut lösen. Wenn ich möchte, kann ich natürlich auch noch mit Zuckerguss am Rand beträufeln. Einfach Puderzucker nehmen, etwas Wasser und dann in den Rand geben. Dann hat man noch etwas Zuckerguss obendrauf. Aber mir reicht das Ei. Das war's dann auch schon wieder heute hier von unserem Puddingteilchen. Ihr seht, wunderbarer Kreis mit Pudding drin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche natürlich noch viel Spaß beim Nachmachen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.